So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Horizon Zero Dawn. Eigentlich wollte ich euch eine Überraschung machen, und zwar wollte ich die Energiezellen selber einsammeln. Allerdings bin ich auf eine Cutscene gestoßen, deswegen habe ich auf Pause gedrückt. So, viel Spaß! Okay, so. Ich habe das Gefühl, ich bin an einem Ort, an dem ich nicht sein sollte. Ja. Ja, das ist. Als Stammmütter, die das missbilligen. Na gut, dann kämpfen wir mal gegen das scheiß Urviech da. Feuerpfeile raus. Er ist urschnell. Er ist unglaublich schnell. Aber jetzt kommt meine große Rache. Ja, falls ich mal treffe. Okay, das bleibt länger da. Okay. Ja, das raufzubringen, dass er brennt, das ist schwer. Alter, wie er von hinten kommt. Weg, 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 weg! Du hast schon Schwierigeres gemeistert, Herzfehler. Auch den Vogel. Alter, was ist jetzt mit ihm? Oh! Ja, das war eh klar. Nehmen wir mal das hier. Weg, 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 Mädchen! Weg! So, und jetzt Feuerpfeile. Ich hoffe, dass er jetzt da mehr Schaden kriegt. Durch die scheiß Feuerpfeile. Beginn zum Brennen! Beginn zum Brennen! Hundertacht, das war gut. Aber das Viech haltet viel aus. Komm, 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 komm. Alter, bist deppert. Nein, das ist... Pfum! Komm schon, steh auf. Beweg dich mal darüber. Schauen wir mal, ob wir uns irgendwas zum Heilen finden. Da hier. Ist besser als nichts. Achtung, Achtung, Achtung. Da kommt wieder dieser... Genau. Ich schaff's nicht, dass er brennt. Ich schaff es nicht. Oh ja, jetzt brennt er, glaube ich, oder? Nein, oder? Ich weiß es nicht. Oh ja, vier Schaden hat er jetzt gekriegt. So, schnell mal herstellen da, bevor das da wieder empty wird. Ich wollte doch nur die Energiezelle haben. Das Viech ist direkt über mir, gell? Genau. Schnell hin. Weg, 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 weg. Und mit den... Ah, genau. Mit den Feuerpfeilen wieder drauf. So, jetzt müssen wir wieder weglaufen da. Ja, das war genau drauf, aber ich mache halt mit dem Scheißdreck geht nicht wirklich viel Schaden. Jetzt da, mit dem drauf, aufs Hinterteil, komm. Ich hoffe, das hat sich was gebracht wenigstens. So, jetzt probieren wir es mal mit denen da. Mit dem Feuer wird das wohl nichts. Mit dem Feuer mache ich viel, viel zu wenig Schaden. Aufpassen, jetzt kommt, schießt da wieder die Kugeln runter. Weg mit dir, Mädchen. Weg, 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 weg.
Schauen wir mal, dass wir irgendwie was einsammeln da, damit wir uns heilen können. Hier zum Beispiel. Das nehme ich mit. Hier zum Beispiel. Komm, 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 nimm mit. Jawohl. Dann können wir uns einmal fix noch heilen. Ja, schieß nur auf mich. Hast eh recht. Scheiß Vogel. Ich sehe ihn nicht. Ja, natürlich. Da kommt er wieder von hinten. Aber dafür kann ich jetzt nochmal draufhauen da. Weg. Weg, 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 weg. Weg. So, haben wir schon die Hälfte? Ich weiß es nicht. Es wäre cool, wenn ich ihn anvisieren könnte. Da ist er. Ja, genau. Ah, bitte, hör auf jetzt. Gott sei Dank habe ich die roten Tränke mit. Das ist gut. Komm runter da zu mir. Und jetzt. Komm, 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 Eloy. Komm, lauf hin. Naja, jetzt ist er wieder geschützt. Bis zum geht nimmer mehr. Das ist gut. Bleib da hinten. Bleib da hinten. Hauptsache ich gewinne gegen dich. Ja, ich treffe keinen einzigen Pfeil, habe ich bis jetzt getroffen. Bis jetzt, sage ich. Jawohl, in your face. Komm, 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 komm. Konzentration. Also gut. Okay. Schnell herstellen. Mit denen machen wir wenigstens genug Schaden, falls wir mal treffen sollten. Aber ich glaube, ich habe ihn in einem Bug, glaube ich, gekriegt. Da kommt er nicht mehr raus. Ah, jetzt ist er wieder draußen. 76, sehr geil. Sehr geil, Leute. Wie ich ihn stagger mit dem Pfeilen. Also der Bogen war echt sein Gold, war richtig Gold wert. Lauf hin, Mädchen. Kannst du keinen harten Angriff gegen den machen? Also keinen kritischen, meine ich. Lauf. Da hinten haben wir was zum Heilen. Nimm das gleich mit. Weg. Da hinten haben wir noch was zum Heilen. Lauf, lauf, lauf. Oder roll, mal wurscht. Das ist Holz, das bringt uns nichts. So, ab geht's. Jawohl. Troffen ist troffen. Und tschüss. Komm, 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 stirb. Was macht eine Maschine wie diese so weit hier oben? Leute wie mich von irgendetwas abhalten. Ich hoffe, es gibt nur die eine. Okay. Riesengroßen Vogel bezwungen. Man kann es ja doch, Herzfehler, hein? Gleich beim ersten Mal. Ich hol mir noch Frostbeulen. Ja, Mädchen, alles ist gut, ha? Okay. Hier drinnen sollte es irgendwo eine Scherbe, sage ich, Energiezelle geben. Ja, wo die genau ist, ist eine gute Frage natürlich. Ich schätze mal hier oben, da müssen wir hin. Aber wir waren eh auf dem richtigen Weg, nur dass ich da halt kämpft habe. Okay. Ja gut, dann würde ich wieder vorschlagen, ich mache wieder einen Cut. Und sammle halt wieder ein. Wenn wieder was Aufregendes ist, schalte ich wieder ein, würde ich mal sagen. Oder wartet einmal, ich laufe einmal davor. Schauen wir uns... Okay, gut, es ist ja eine Region, wo wir noch nicht waren. Das können wir eigentlich schon aufnehmen.
Auf jeden Fall haben wir sehr, sehr viel verpulvert, aber wir haben das Viech trotzdem geschafft und wir haben auch eine Trophäe gekriegt. Alle Jagd, keine Ahnung was, Dinger haben wir bezwungen. Von dem Punkt her sollte es passen, dass wir anscheinend alle großen Viecher zerstört haben. Der Vogel war der letzte anscheinend. So, und hier hinten, ja. Yeah. Neues Gebiet. Da waren wir noch gar nicht. Ah, schaut geil aus, aber. Folgen wir einfach einmal da. Den Weg. Ich habe ja keine Ahnung, wo wir da hin müssen. Wie gesagt, das ist ja komplett neu. So, rauf mit dir. Danke. Rüber. Komm rauf mit dir. Beeil dich. Ich will jetzt nicht allzu viel Zeit da drinnen verbringen. Ich will eigentlich nur die scheiß Energiezelle haben. Mehr nicht. Und ich glaube, ich weiß auch, wo sie ist. Ja, hier nicht. Ja, keine Ahnung. Wieso kann ich mich da überall festhalten? Was bringt sich das? Was bringt sich das, dass ich mich da festhalten kann? Kann ich darauf? Das würde sich was bringen, wenn ich mich da irgendwo festhalten kann. Ist da kalt, hä? Aha, aha. Ich glaube, da runter müssen wir. Lass dich einfach fallen? Nein, doch nicht. Geh nochmal rauf. Gehen wir mal weiter runter. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo hier in diesem Gebiet sollte eine Energiezelle sein. Die kann überall sein. Hier kann ich auch wieder raufklettern. Also ich bin nicht gefangen hier unten. Hör mal ganz kurz auf die Karte. Okay. So, hier war das. Hier sind wir runtergegangen. Tausche die Energie. Achso. Jetzt habe ich mir gedacht, der zeigt mir eher an, wo die Energiezellen sind. Okay, hier ist unsichtbare Mauer. Hier geht es anscheinend nirgendwo hin. Hier nach hinten kann ich allerdings gehen. Na, wird's besser, Mädchen? Wird da wieder warm? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir nochmal rauf, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Ich hab's nur gelesen. Es sollte irgendwo in der Nähe sein, wo man sich abseilen kann. Und das ist ja. Das ist ja da, dass wir uns abseilen können. Es könnte aber natürlich auch viel weiter hinten sein. Aber es wird mir auch. Ich weiß es nicht. Geh rüber da, Mädchen. Danke. Lass dich da mal fallen. Ist hier vielleicht irgendwas? Na. Da oben! Da! Ich hab's gefunden. Also man muss hier doch irgendwie raufkommen. Hier ist eine Brücke. Oder? Ich glaub. Oder? Ich weiß es nicht. Kann ich hier nicht einfach... Mädchen, wieso kannst du nirgendwo raufklettern? Wirklich. Das macht mich irgendwie traurig. Also da oben ist auf jeden Fall violett. Seht ihr das? Da ist das Licht, hier ist es violett. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall rein. Das Problem ist, wie kommen wir dort hinein?
Hier gibt es überhaupt keinen Aufweg. Überhaupt nicht. Was ist das da? Kann ich das irgendwie verwenden? Nein! Ja, sehr, Alter, wirklich. Ja gut, ich heile mich jetzt nicht. Bei der nächsten Schnellreise macht sich das eh automatisch. Obwohl, das nervt. Ich kaufe mir dann irgendwelche Flaschen. Geh rauf, Mädchen. Beweg dich. Bitte, geh, spring rüber da. Lass dich fallen da. Danke. So, jetzt gehen wir da nochmal hin. Kann ich mich daran festhalten? Ich glaube nicht, oder? Jetzt macht sie das schon wieder. Ich pack's nicht. Das macht mich gerade psychisch fertig. Dass sie da nicht interagiert, dass sie in die Hocke geht und dass sie sich da festhaltet, ganz einfach. Das macht mich gerade irgendwie fertig. Ich lasse das jetzt alles drinnen. Es ist, glaube ich, lustig, mir dazu zu schauen, auch wenn ich 15 Minuten jetzt schon da reingesteckt habe. Aber wir haben auch vorher einen Bosskampf gesehen. Von dem Standpunkt her sollte das ziemlich ausgeglichen sein. Vom Gameplay her. So, geh in die Hocke. Danke, Mädchen. Das ist das erste Mal. So, können wir hier irgendwas machen? Abseilen. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich werd jetzt einen Cut setzen und selber schauen, ob ich da irgendwie raufkomme. Also, bis gleich. So, Cut gemacht. Nicht wundern. Ich bin hier jetzt herumgelaufen. Ich habe keine Ahnung. Eine halbe Stunde. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt nachgeschaut im Internet, nämlich mir steht's bis da oben. Es kommt wahrscheinlich mit der Geschichte. Und zwar wird hier eine Leiter angesetzt, damit ich hier raufkomme. Merkt euch meine Worte. Wir werden jetzt mit der Geschichte so und so weitermachen. Nämlich ich kann meine Nebenquest nicht machen und die Energiezellen sammeln, wenn ich nicht an den Punkt komme. Das heißt, wir werden jetzt fortfahren mit der Geschichte. Was anderes bleibt mir leider Gottes nicht übrig. Und das ist am Arsch der Welt. Begib dich zu dem Ort, den Silence? Okay, angegeben hat. Okay, da gehen wir auf jeden Fall hin. Haben wir irgendwo ein Lagerfeuer hier in der Nähe? Hier haben wir eins. Ist besser als nix. Ja, leider Gottes, ich wollte eigentlich in dem Part noch die Rüstung holen. Es tut mir leid. Ich muss mit der Story weitermachen. Vielleicht muss ich auch das Spiel zuerst komplett durchspielen. Ich hoffe, dass ich es noch zeigen kann in den Let's Play. Die Energiezellen werde ich so und so einsammeln, keine Panik. Also ich werde auf jeden Fall, wenn ich auch das Spiel durchgespielt habe, werde ich auf jeden Fall einen Part bringen mit der Rüstung. Die Rüstung möchte ich mir anschauen, ich möchte wissen, wie das ausschaut, ich möchte wissen, was sie kann. Ich bin echt gespannt darauf. Na komm. Dieser Stoß reißt Rüstungen und Bauteile ab. Was? Scharfschussbogen feuert. Okay, es ist weg. Der Rassler feuert eine Salve Metallbolzen ab und wird am besten gegen Gegner in kurzer Distanz eingesetzt. Okay. Ja, ich bin jetzt da nicht wirklich so der Fan von diesen ganzen Sachen. Die Schleuder ist jetzt da auch nicht wirklich besonders, muss ich sagen. Da gefällt mir der Bogen wesentlich, wesentlich besser. Und in dem Gebiet, in dem wir jetzt da gerade waren, ja, da sollten wir mit der Geschichte auch hinkommen. Nehme ich einmal stark an. Das Gute ist, dass wir den Vogel jetzt schon beseitigt haben. Das heißt, der kommt definitiv nicht mehr. So, das ist ziemlich weit weg. Aber ja. Was soll's? Ja, zu einem Händler bin ich auch nicht gegangen, aber ich bin einmal gestorben. Ja, ich habe jetzt wieder ein paar Tränke mehr. Oh, das wird eine laute Sache. Ja, das Viech ist ziemlich groß. Wir laufen einfach da geradewegs weiter. Das war schön ausgewichen. Ja, das war schön daneben.
hier in dem Gebiet sind überhaupt extremst viele Viecher. Da muss man echt aufpassen. Da müssen wir echt aufpassen. So, Lagerfeuer entdeckt irgendwo hier. Da unten irgendwo, keine Ahnung. Hier ist was zum Heilen. Nein, doch nicht. Aber hier. Ganz kurz. Na doch nicht. Okay. Ich habe mir gedacht, mein Handy hat geläutet. Jetzt wollte ich wieder einen Cut machen. Sehr hilfreich. Ja, auf jeden Fall. 630 Meter ist es noch weg. Und die Viecher sind weg. Sehr gut, sie lassen mich in Ruhe. Gut, 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 gut. Ich habe auch kein... Ich weiß es nicht, wie lange die Geschichte noch geht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall brauche ich halt noch zwei Energiezellen. Und wenn ich die nicht kriege, dann kann ich mir die Rüstung nicht holen. Und wenn ich mit der Geschichte nicht weitermache... Ist halt wieder das Problem, dass ich halt nicht die Wege krieg zu den Energiezellen. Das heißt, ich werde halt von allen möglichen Seiten werde ich blockiert. Schauen wir mal. Wir werden jetzt weitermachen mit der Geschichte. Wir sollten dann zu dem Ort kommen, in dem wir jetzt vorher gerade waren. Und nimm das mit. Achso, du bist looten. Und dann sollte eigentlich eine Leiter da sein. So, in welche Richtung müssen wir? Darüber? Dann über den See mit dir. Einmal. Ach, komm schon. Das ist sehr gut. Da sind wir schön rüberkommen. Hier waren wir ja auch schon, oder? Da haben wir ja den einen Typen gesucht, der immer die Früchte gestohlen hat. Genau. Das gleiche habe ich mir auch gerade gedacht. Komm her. So. So, ihr Mistviecher, bitte lasst mich doch einmal in Ruhe. Alter! Alter, das gibt's ja nicht! Platz! Platz! Leg dich hin! Das gibt's doch nicht! Was ist los mit mir? Ja, ich bin angefressen. Ich bin extremst angefressen. Weil ich da nicht weiterkommen bin. Ich weiß jetzt nicht wirklich. Ich bin sicherlich eine halbe Stunde da jetzt immer dummgelaufen in dem Gebiet und kann. Und ich bin wirklich jedes Mal raufgeklettert auf den höchsten Punkt und habe mir gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Da muss doch irgendwo weitergehen. Das kann ja nicht sein, dass das Spiel mir das da aufträgt, dass ich da raufgehen kann. Aber dass da halt dann nicht weitergeht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Deswegen habe ich dann nachgeschaut. Und ja, ich habe es tatsächlich gefunden. So. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Ja, das ist noch ziemlich weit weg. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Lagerfeuer entdecken, falls wir nochmal runtergehen müssen, was ich ehrlich gesagt nicht glaube. Heilpflanzen wären cool, aber und Lagerfeuer entdeckt, da vorne ist es schon. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir können jetzt jederzeit da eine Schnellreise runter machen. Das ist rot, das brauchen wir nicht einsammeln. Wartet einmal, ich schau mal in meinen Herstellungsinventar, ob ich Tränke herstellen kann. Tränke, hier. Ja, natürlich. Dafür brauche ich Fett und Fleisch und was weiß ich nicht, was alles, damit ich das herstellen kann. Du bist jetzt fast da. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Oh, wirklich? Und wer hat sie angebracht? Gut. Warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Das Eclipse-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Moment. Nicht wir. Ich mache ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. Genau. Und was er jetzt gerade gesagt hat, da gibt es, wie hat er gesagt, keine Ahnung, irgend so etwas, damit man raufklettern kann.
Und das macht halt er, dass er das halt da installiert, damit Aloy darauf kommt. Und genau in dieser einen Situation, wo ich hinten war, in diesem anderen Gebiet halt, das macht er dann auch noch, damit ich dann dort raufkomme. Also, wir müssen einfach weitermachen mit der Story. Auf gut Deutsch gesagt. So, ich weiß jetzt aber nicht, wie lange ich jetzt noch mache, nämlich ich muss ja noch den Cut setzen. Das heißt, ich werde dann bald den Part wieder beenden und hoffen, dass es halt ziemlich, also lang genug ist für euch, sagen wir mal so. Da sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Silence. Im Walde. Nicht Zeig, sondern Silence. Na, dann schauen wir uns mal nochmal an. Vielleicht kriegen wir da oben noch eine Katze hin. Da haben wir auch mal ein Lagerfeuer. Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch, in der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Okay, so. Dringe in die Eclipse-Basis ein. Das werden wir allerdings erst im nächsten Part machen. Schaut auf jeden Fall wieder rum hier wunderschön aus, oder? Mir gefällt's. Mir gefällt's. Auch wenn das Spiel extremst viele Fehler hat. Mit Synchronisation, dass Aloy sich nicht überall festhaltet oder interagiert, wenn sie sich irgendwo abseilen sollte oder sowas. Es ist trotzdem ein gut gewordenes Spiel, muss ich sagen. Okay, gut. Mit diesen Worten, ich danke euch wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's es gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.